Stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sich, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwinger. Oh yeah. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass so viele da sind. Das letzte Mal waren es. Was waren jetzt mal? 20 Leute? 30 Leute? Ja, super, gratuliere. Jeder von uns hätte normal was Besseres zum tun. Ja. Eigentlich schon, weil der Grund, dass wir da sind, ist zwar super, dass wir uns gefunden haben, aber eigentlich nicht notwendig, wenn unser System so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte, oder? Genau. Ja, in diesem Sinne alles Gute. Alles Gute deswegen, weil es wirklich jetzt auf jeden Einzelnen ankommt. Jeder Einzelne braucht jetzt alles Gute. Weil das System wird schon langsam zerbröseln, komplett. Ob das mit dem Finanzsystem anfängt oder ob es über blutige Revolutionen losgeht, das kann man dabei nicht so sagen. Aber es ist am Zerbröseln. Ich möchte ein paar Sachen vorausschicken, nicht, dass irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ich bin sehr wohl für ein System, dass das gleich einmal prinzipiell klar ist. Ich bin nicht gegen ein System, aber ich bin vielleicht einer der härtesten Systemkritiker oder der konsequentesten Kritiker, weil kritisieren dann nicht alle. Ja, alle sagen, wir brauchen Veränderung, Strukturwandel, irgendwas. Aber die Frage, die sich aufwirft, ist, was tut man denn, wenn es reicht? Weil das, was da draußen passiert, ist alles freiwillig. Und wenn man sagt, so, jetzt reicht's, ist die Frage, was man dann tut, wenn es reicht. Weil reicht heißt, die Freiwilligkeit ist aus. Und da muss man eigentlich irgendwas tun. Genau, und ich habe heute den Brief geschrieben, nachdem ich selber in England und Kanada, Australien diese Bewegung entdeckt habe, ein bisschen überlegt habe, übersetzt habe, dazu überlegt habe, formuliert habe und seit 2 Jahren ziehe ich das durch. Mit allen Konsequenzen. Die sind teilweise recht witzig, sehr interessant und ich bin mittlerweile bei einem Punkt, wo man die höchsten Juristen im Land ein paar Fragen nicht mehr beantworten können. Also ich fliege aus dem Gericht aus irgendeinem Gerichtszimmer mit dem Satz, Herr Kreissl, ich sage Ihnen nichts mehr, bitte gängen Sie jetzt. Oder der Landesjurist sagt, ich weiß es nicht. So weit sind wir. Die Bücher, aus denen ich vorlese, heißen auf der einen Seite bei mir Corpus Delicti, in Wahrheit Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch und Bundesverfassungsgesetz. Und zur Übersetzung dafür empfehle ich jedem, und das ist wirklich ganz ernst gemeint, ein juristisches Wörterbuch. So wie man sich ein Wörterbuch kauft, wenn man Chinesisch lernen möchte oder Spanisch. Spanisch passt besser. Diese Worte haben ganz eigene Bedeutungen. Zum Beispiel Vater. Ja, Vater ist juristisch definiert oder Mensch, Kind, solche Sachen. Und da muss man lesen, was das heißt, das zeige ich noch ein wenig. Jetzt nur einmal System, ganz wichtig. Da habe ich angefangen. Ich will ein System. Aber ich hätte gerne ein System, das unserer Kreativität irgendwie gerecht wird. Wir konnten uns wahrscheinlich als intelligenteste Rasse oder Spezies auf dem Planeten das Leben so genial einrichten, dass keiner von uns irgendwann an einem Tag den Grund hat, nicht zum Grinsen. Das hätte ich gern. Wieso richten wir es uns nicht so, dass jeder den ganzen Tag prinzipiell grinsen kommt und nicht dauernd irgendwie einen Druck von außen kriegt, weil irgendwer da draußen verantwortlich ist dafür, dass man irgendwas muss. Weil, ich habe mir das ausgerechnet, jeder Österreicher, nein, ich muss anders anfangen, wie ich auf die Welt gekommen bin, hat jeder Österreicher 2 Cent pro Tag Zinsen gezahlt. 2 Cent. Das heißt, mein Papa hat für mich meine 2 Cent sprichwörtlich jeden Tag auf die Nacht in Wien beim Bundesschatzminister angeliefert, ist wieder gebeugt zurückgegangen und hat gesagt, bis morgen. Danke. Und das, Entschuldigung, nicht danke. Entschuldigung, dass Sie mich bemerkt haben. So ist er zurückgegangen. Und das für jedes Familienmitglied. Also für eine 5-köpfige Familie damals,
ich habe zwar drei Geschwister nachher gehabt, okay, damals waren wir zu fünft, sind das gewesen 10 Cent pro Tag. Zinsen, nur Zinsen. Keine Steuern, keine Sozialleistungen, gar nichts. Keine Straßen, kein Strom, nur Zinsen. Heute, wenn man das hochrechnet, wie viel Euro oder wie viel Cent zahlt der Österreicher heute? 43 Jahre später. Die Staatsverschuldung ist seit damals 100-mal so viel. Damals hat Österreich 3,5 Milliarden Euro Schulden gehabt, umgerechnet. Heute sind es ca. 300. Im Ö1 Mittagsjournal heute haben sie gesagt, sie wissen es gar nicht ganz genau. Stimmt auch. Sie wissen es nicht. Heute zahlt jeder Österreicher, egal ob er nun oder schon in die Windel scheißt, Entschuldigung, 2 Euro. 100-mal so viel. 2 Euro. Eine Familie mit 3 Kindern, 5-köpfige Familie, zahlt heute, und das ist einfach Realität, deswegen treffen wir uns heute, 10 Euro jeden Tag. Nur die Zinsen. Keine Steuern, keine Sozialleistungen, keine Gesundheit, keine gar nichts. Nur Zinsen. Weil sonst geht sich das nicht anders aus, damit am Ende vom Jahr, am 31. Dezember, muss der Finanzminister, der Michael, der liebe Michael, muss am Ende des Jahres einen Haufen von 10.000 Millionen Euro beieinander haben. 10.000 Millionen Euro. Wir können uns nicht einmal 1 Million vorstellen. Und da reden wir von 10 Milliarden, ja? Nur bitte sagt nie wieder Milliarden, sagt immer 1000 Millionen, das ist viel griffiger. 10.000 Millionen Euro. Fuck. Genau. 2 Euro jeden Tag, jeder Österreicher. Die Frage ist, wofür? Wofür 10.000 Millionen Euro Zinsen jedes Jahr? Nur Zinsen für Staatsschulden. Für 300.000 Millionen Euro. Wow. Und da ich da dabei war die ganze Zeit, 43 Jahre lang, habe ich vor 2 Jahren gesagt, okay, wenn ich da 41 Jahre lang dabei bin und es sind 100-mal so viele Schulden, wir spinnen. Das ist nie weniger geworden. Man hat uns quasi konstant die Leistungen gekürzt, man hat die Kontrolle erhöht, man hat die Steuern erhöht. Man hat immer weniger Zeit. Es reicht. Also mir hat es gereicht. Und es reicht ja der ganzen Welt eigentlich. Nur die glauben alle, mit Demonstrieren und Gewalt kann man irgendwas lösen. Ich werde euch heute erklären, wie das geht. Alles Gute, also im Sinne von, ich hoffe, das funktioniert, gute Besserung. Warum? Irgendwo in einem Vortrag, hat irgendwer zu mir gesagt, geil, die Welt ist schon verrückt. Und recht hat er gehabt. Die Welt spinnt komplett. Was wir da tun ist, wir produzieren. Als erstes einmal berauben wir den Planeten seiner Rohstoffe, nur dafür, die sind ja gratis, das kostet ja nichts, ne? Ich kann ja alles nehmen, wenn es da ist. Nur dafür, dass wir so oft wie möglich so viel Dreck oder Müll wie möglich, so teuer wie möglich, an so viele Leute wie möglich verkaufen können. Mit so viel Profit wie möglich. Das ist komplett schwachsinnig, die Wegwerfgesellschaft. Gestern haben sie gesagt, in der Donau schwimmen wir irgendwie so 300.000 Tonnen Plastik oder was. Ja, also das ist ja alles echt, was da passiert. Ja, ich erzähle euch ja kein Märchen von Walt Disney. Die Welt ist schon verrückt. Die Welt. Ein Foto von der Erde, das kann man machen, wenn man am Mond spazieren geht zum Beispiel, macht man so ein Foto. Das ist nicht die Welt. Das ist Planet Erde. Das ist die Welt. Die Welt ist ein Spielfeld, aufteilt in verschiedene bunte Farben, Sprachen, Religionen, Kulturen, Geld, irgendwas. Das ist die Welt. Der Marktplatz. Da spielt irgendwer. Und wie das Spiel funktioniert, das schauen wir uns kurz an. Die Welt. Die Welt funktioniert so, dass wir zuerst einmal, kennen wir alle Gesetze. Irgendwelche Regeln, Normen, Gebote, Verbote. Irgendwas muss man tun, da gibt es eben mein Lieblingsbuch zurzeit, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Bundesverfassungsgesetz, Landesverfassung, UCC, was auch immer. Bis zu jedem Vereinsstatut, Hausordnung, irgendwelche Regeln. Spielen da mal mit Geld, irgendeine Währung, da gibt es irgendwelche Wechselkurse, Dings, aber jeder hat ein Geld. Mit Geld funktioniert die Welt. Rechte und Pflichten, ganz wichtig, genau. Also, man muss Steuern zahlen,
Man muss irgendwelche Anforderungen erfüllen, dann kriegt man irgendwelche Beihilfen oder Förderungen, Kindergeld, Wohnungsgeld, Parkplatzgeld. Irgendwelche Sachen kriegt man, weil es schwierig ist, wird man unterstützt, aber dafür muss man eben Rechte und Pflichten. So ist das System gestrickt. Organisieren tut sich der Mensch in verschiedene Kommunen, Sippe, Gemeinde, Clan, Bezirk, Land, Staat, Bündnis, irgendwelche Sachen. Man macht sich es miteinander aus. Eben, es geht bis zu riesengroße weltweite Bündnisse oder andere Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, OPEC, UNO und so weiter. IWF, genau. Und die Player. Die Player sind die Leute. Die Player teilen sich auf zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist die natürliche Person und das andere ist die juristische Person. Mit der juristischen Person beschäftigen wir uns nicht, weil wir das nicht sind. Das ist alles Mögliche, was halt nicht lebt, aber trotzdem Rechte und Pflichten kriegt. Irgendeine Gemeinschaft, irgendeine Struktur. Aber die natürliche Person, der Mensch, da ist der Konflikt. Weil wir alle spüren, dass irgendwas nicht passt, aber die Person muss folgen. Genau, also das, wir reden von lauter Konventionen. Das hier hat irgendwer irgendwann mit irgendwem ausgemacht. Konventionen. Ihr gebt mir recht, dass das der Ist-Zustand ist. So ist. Kann keiner was sagen. Ich hoffe, ich habe das klar genug so irgendwie in der Sprache gebracht, dass jeder sagen kann, ja, so ist. Okay? Ihr seid sehr passiv, daher mache ich für euch weiter. Ja, so ist. Genau. Was da jetzt runterrattert, sind auch alles Konventionen. Nur einmal für die Perspektive. Alles Konventionen. Vom Christkind über Fußball, über Mathematik, Schach, Zeit, Wochentage, Monate, Ölpreisindex, das ist alles Konvention. Das hat man sich ausgemacht. Wenn man es jetzt ganz schräg nimmt, dann kann man sagen, okay, dann ist zum Beispiel der April nichts anderes wie die Mehrwertsteuer. Das passt ja gut zu einem April-Scherz. Oder das Christkindl ist nichts anderes wie der Internationale Währungsfonds. Das passt auch gut. Osterhaus, Wochentag, Dingszeit. Montag ist genau dasselbe wie Österreich. Das passiert alles im Kopf. Auf das möchte ich euch einfach hintrimmen heute. Das ist alles im Kopf. Konvention, das macht man sich aus und das gilt dann. Der Ist-Zustand. Kann man immer noch nicht sagen, ja, so ist. Stimmt's? Genau. Und jetzt kommt die Pointe. Ja, natürlich stimmt das nicht. Jeder, der jetzt sagt, das ist ja so, den möchte ich ernsthaft darauf hinweisen, dass er womöglich oder wahrscheinlich an dieser Krankheit leidet. LSSMS. Das kann man sich merken, LSSMS. LSSMS heißt, die habe ich erfunden, latente, subdimensionale, subliminale, mentale Störung. Nach Kreisel. Nach mir. Da gibt es auch eine super Geschichte dazu. In Deutschland, wenn man Johannes Kreisel googelt, dann gibt es in Deutschland einen Arzt der Psychotherapie in Potsdam und das ist der Dr. Johannes Kreisel und für den ist die Krankheit. Der darf das jetzt in sein Buch schreiben. Ist immer nur nach Johannes Kreisel, aber es ist halt mehr. Egal. LSSMS, was heißt das? Latente, subdimensionale, subliminale, mentale Störung. Jeder, der glaubt, dass das alles vorher, da was wir da gesehen haben, dass das echt ist, der hat das. Latent deswegen, weil es immer da ist. Subdimensional deswegen, weil es in einer Dimension vorhanden ist, die man nicht wahrnehmen. Die aber auch nicht die absolute ist. Subliminal, unterschwellig, wir wissen nichts davon. Mentale Störung, ist ja klar. Also nur mal, der glaubt, dass das, was er glaubt, echt ist, der hat das. Wir können an alles glauben, wir können uns alles ausmachen, was immer wir wollen. Aber es ist nicht echt. Das ist nur ausgemacht. Das ganze System, was wir da kritisieren, es ist nur ausgemacht. Das ist nur ein Text. Nur ein Text. Und nach dem Text geht alles. Irgendwer sagt, wo steht das? Und dann muss das wo stehen, sonst gibt es es nicht. Wenn in dem System das nicht wo steht, dann gibt es es nicht. Also müssen wir jetzt ernsthaft unterscheiden
zwischen echt und nicht echt. Zwischen Sein und Schein. Eben zwischen Person und Mensch, zwischen Welt und Erde. Wir müssen da ganz genau hinschauen. Das ist mein Trip eigentlich die letzten 2 Jahre. Sprache. Wir müssen einfach ein bisschen mehr in die Ipfel reiten, was unsere Worte betrifft, auch was sie wirklich bedeuten, dass wir draufkommen, was da passiert ist die letzten paar tausend Jahre. Wir verbinden also die menschliche Schöpfung, da wo der Mensch die Natur kopiert, wo er sich für die Sonne, wenn die Sonne auf und unter geht, ein Symbol schafft und sich aufs Handgelenk oder an die Wand nagelt, also aufs Handgelenk schafft. Die Uhr symbolisiert die Sonne. Und genauso symbolisiert zum Beispiel die Schrift, die Sprache. Oder Geld symbolisiert auch irgendwas. Ja, irgendwas ist das Original und Geld symbolisiert das. Immer ein Symbol. Der Mensch symbolisiert oder macht noch. Und er erzeugt damit die relative Subdimension. Die Dimension, wo ich sage, subdimensionale Störung. Die relative Subdimension, nämlich zur absoluten Dimension. Da, wo ist. Da ist einfach. Egal, ob der Mensch da ist oder nicht. Das ist einfach. Da streiten sich manche Philosophen darum, ob das dann überhaupt noch ist, wenn wir nicht mehr da sind. Aber das ist ein anderes Thema. Sagen wir, es gibt morgen keine Menschen mehr. Das war immer noch genau dieselbe Schöpfung. Fährt der Zug drüber. Automatisch, schaffnerlos. Die Verbindung, die hat mich interessiert. Die Verbindung zwischen der menschlichen, relativen, subdimensionalen Schöpfung und dem, was er vorfindet. Das, was er da kopiert. Und die Verknüpfung ist in erster Linie untereinander die Sprache mit der Schrift. Da ist ganz ein wieder verknüpfender Punkt, wo sie die Illusion des Menschen, die Schöpfung, was er halt glaubt, wer es sich ausgemacht hat, mit dem trifft, was ist. Und daher möchte ich ganz intensiv auf Schrift und Sprache eingehen. Irgendwer hat einmal gesagt, am Anfang war das Wort. Das kann natürlich, wenn man es relativ betrachtet, nicht stimmen. Weil am Anfang war das Wort, heißt ja, es hat keine Idee gegeben für das Wort, also keine Absicht und auch nicht die Möglichkeit zu einer Absicht. Am Anfang muss eigentlich nur Potenzial sein, nur die Möglichkeit für eine Möglichkeit, nicht das Wort. Aber es stimmt für uns deswegen, wenn wir uns auf die Suche nach der Wahrheit begeben, weil das Wort genau dann der Anfang wird, wenn man da raus will. Der Anfang, also der Ausgang, ist das Wort, das geschriebene Wort. Das Wort, was irgendeiner hinschreibt und sagt, das ist jetzt Gesetz. Das ist der Anfang. Und ein geschriebenes Wort ist nichts anderes wie das Symbol für das, was einer sagt oder denkt. Hingeschrieben, Konvention, jeder kennt sie aus, jeder lernt das. Ist ja der Grund, warum das Erste, was der Mensch lernt, wenn er in die Schule kommt, ist Lesen und Schreiben. Damit genau das funktioniert. Das Problem dabei ist das, wenn man da nicht weiter ausschaut, dass eben genau dieses geschriebene Wort den Käfig darstellt für alle diese LSSMSler. Man muss da ausschauen. Weil eben, ich habe es ja vorher gesagt, das ganze System ist nichts anderes als ein riesengroßes Buch. Lauter Zedeln. Lauter Zedeln. Das kann man alles ausdrucken, lauter Zedeln, zusammenlegen und das legt man in eine Ecke und dann kann man sagen, das ist Österreich. Oder das ist die UNO. Oder das ist Honems. Das steht alles irgendwo. Das geschriebene Wort bildet damit den ganzen rechtlichen Rahmen, die Rechtsgrundlage, kann man auch sagen, für alles, was passiert. Alles, was passiert, muss irgendwo stehen. Gleichzeitig muss man sich daran erinnern, dass alles, was im Dritten Reich passiert ist, angeblich auch irgendwo gestanden ist und erlaubt war. Das ist immer alles relativ. Und das geschriebene Wort symbolisiert nichts anderes als die Sprache und ist damit der Anfang, ja, im Anfang war das Wort, aber von was der Anfang? Ja, nicht der Anfang vom Sein, sondern höchstens der Anfang vom Schein, vom gemeinsamen Schein.
ist das geschriebene Wort der Anfang. Weil da ist. Wenn es wo steht, dann ist es. Sonst ist es nicht. Das weitere Problem ist eben allerdings, dass das geschriebene Wort nicht ist, sondern das gilt. Das ist ein Riesenunterschied. Zwischen dem, was ist und dem, was gilt, ist genau das Hirnkastel dazwischen. Man hat uns irgendwas eingeredet, dass irgendwas so ist, obwohl es nur gilt. Und alles, was im Kopf passiert, ist natürlich Fantasie. Das ist alles Illusion. Ist eine gemeinsame Illusion, ja, weil es ja extern steht, aber was ausgemacht ist nichts anderes als eine Konvention im Hirn. Wir dürfen das alles hinterfragen. Der Zugang, wie ist das da reingekommen? Wie kommt das Bild von mir, dass ich weiß, das ist ja so, weil es so gilt? Wie geht das da rein? Ja? Und der Zugang in den Kopf ist von Anfang an unsere Sprache. Wir können Bilder anschauen, Bilderbücher ganz lang. Wir werden uns denken, ja, schöne Bilder. Irgendwann wird man sehen, dass das, was man als Bilder gesehen hat, in echt auch gibt. Weißt du, ein Pferd auf einem Bilderbuch ist natürlich in echt viel schöner, dann schauen wir das echte Pferd an. Bilder werden irgendwann uninteressant. Sprache, da kommt Information in den Schädel rein. Daher nur mal Sprache, Macht und dann frei. Das ist ein Ausgang, der ist wirklich jedem zu empfehlen. Ich lese euch gleich vor, warum. Das, was mir da dann, ist eine sehr vielschichtige, multilaterale, hochinteressante, philosophisch-spirituelle, juristisch-intellektuelle Reise. Oder umdreht eine spirituell-philosophische, intellektuell-juristische Reise. Oder juristisch-philosophisch, intellektuell-spirituell. Und das andere kennt sich selber nicht. Das sind nur Zungenbrecher. Jetzt möchte ich kurz was beweisen. Sprachakrobatik. Ein kurzer Versuch, dass ich euch in die Irre führe. Um was vorzubereiten. Die deutsche Sprache kennt Worte, die mit Ismus aufhören. Fällt jedem gerade irgendwas ein? Genau. Da kommen so die Profile aus. Was denkt einer zuerst? Kannibalismus. Hua. Ja, genau. Und es gibt auch Worte, die hören auf mit Al hinten. So wie zum Beispiel normal oder illegal oder lateral, radial. All. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Ihr werdet es ganz hinten nicht lesen können, oder? Geht sich das aus? Eben zum Beispiel Magnetismus, Buddhismus, Katechismus, Faschismus, Fabitismus, Egoismus, Zynismus, Exorzismus. Lauter geile Worte. Fremdworte oder nicht, keiner weiß, was das heißt. Aber die gibt es alle. Kürbismus ist überhaupt das Beste. Was ist Kürbismus? Kürbismus. Genau. Und es gibt eben auch nur Worte mit all. Zum Beispiel normal, phänomenal, tangential, rektal, anal, oral, nasal, lokal, regional, einmal, banal. Lauter alles. Und da gibt es noch ganz viel mehr. Und man kann jetzt diese Worte ganz spannend alle möglichen Kombinationen machen, wie bei einem Spiel mit kleinen Kindern. Ja? Man sagt einfach, man nimmt ein Wort von hinten und vorne, es gibt ein neues Wort, was heißt das? Was ist Territorialimperialismus? Idealkürbismus. Oder was heißt zum Beispiel Transversalkapitalismus? Ja? Da kann man sich was vorstellen drunter, oder? Es klingt zumindest recht gescheit. Kann man sich so Listen schreiben mit solchen Dingen und dann lernt man das auswendig und kombiniert es einfach zusammen. Das funktioniert. Oder was ist Rektalterrorismus? Aua! Aua, da hat sofort jeder ein Bild im Kopf. Ja, genießt es. Oder zum Beispiel Analphabetismus. Ja, das klingt auch schon irgendwie ein wenig komisch. Analphabetismus. Vertikalphabetismus. Genau. Eben, und bei Kürbismus war schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass du irgendwie vielleicht, man kann was auch anders verstehen, ne? Das schaut nur so aus wie das Wort, aber es heißt ganz was anderes, Kürbismus. Und genau dasselbe ist mit Analphabetismus. Was macht zum Beispiel ein Analphabetist?
Er kann nicht schreiben. Analphabetismus heißt das eigentlich. Aber ihr seht, wie man euch, wenn man euch ein wenig führt, wie sie, wenn wir alle im Arsch sind, die Leute. Das ist ein Wahnsinn. Genau, und jetzt werden wir wieder ernst. Jetzt komme ich nämlich zum Beweis dafür, was man da hat. Das Bundesverfassungsgesetz hat einen Langtext. Das heißt ja nur abgekürzt Bundesverfassungsgesetz. Mit Bindestrich übrigens. B-VG ist das Bundesverfassungsgesetz. Das. Es gibt nur ganz viele BVGs ohne Bindestrich, die ergänzen das. Aber die Grundlage ist das B-VG. Der Langtext fängt an: Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird. Was heißt das? Das heißt erstens einmal, dass das vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das ist schon mal spannend. Das Zweite ist, dass Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann muss man jetzt gerne mal schauen, was heißt das alles? Was ist eigentlich ein Gesetz, was ist eine Republik, was ist Österreich, was ist ein Bundesstaat und was vor allem ist bitte sehr eine Einrichtung. Da steht, Österreich ist eingerichtet worden. Von IKEA wahrscheinlich oder so. Österreich ist eine Einrichtung. Du hast dich auch nicht erinnern, dass Österreich ein Nationalstaat im herkömmlichen Sinn war, so wie wir das spüren, wenn man uns Geschichten erzählt hat. Österreich ist eine Einrichtung. Die Frage ist, wer hat das da? Für wen? Österreich hat kein, da steht nicht ausgerufen oder gegründet, sondern eingerichtet. Wenn man jetzt einen Staat einrichten will, angenommen, wir haben das auch vor, wir sind in der Situation, wir dürfen einen Staat einrichten, was tun wir, was brauchen wir? Man braucht, für einen Staat braucht man ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Verfassung, eine Staatsgewalt. Das gehört alles aufgeschrieben und dann das muss man sich halten, dann gützen, dann passt das. Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt. Und das haben die da. Und das lässt sich nachlesen. Sie haben leider einen gemeinen Trick angewendet. Geschrieben hat das Werk der Hans Kelsen, einer der bekanntesten Rechtspositivisten vom letzten Jahrhundert, der, von dem man auch natürlich wissen muss oder sollte, dass er das positive Recht negiert hat. Das überpositive Recht, Entschuldigung. Das positive Recht hat er geschrieben. Aber das überpositive Recht, an das hat er nicht wirklich geglaubt. Bis er dann vor seinem Tod seine ganze Lehre widerrufen hat. Das gilt immer noch. Der hat seine ganze Lehre widerrufen und hat gesagt, ja, er gibt es zu, jeglichem Sollen muss ein Wollen zugrunde liegen. Und gleichzeitig ein Zitat von Hans Kelsen, der das geschrieben hat, jegliches Recht ist Fiktion. Ah, klar, es passiert alles im Kopf. Okay, die haben einen Staat eingerichtet und haben dafür ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Verfassung braucht. Ein Werk, ein Regelwerk, das die Staatsgewalt und so weiter definiert. Es geht alles definiert. Es geht los. Erstes Hauptstück, allgemeine Bestimmungen, ding, 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 allgemeine Bestimmungen. Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Ist doch super. Artikel 2. Österreich ist ein Bundesstaat. Aha. Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbstständigen Ländern Burgenland bis Wien. Aha. Änderungen im Bestand der Länder oder eine Einschränkung der in diesem Absatz und bla bla bla. Artikel 3. Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer. Jetzt ist das Staatsgebiet definiert worden. Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer. Okay, Staatsgebiet haben wir. Staatsverträge, mit denen die Bundesgrenzen, ding, ding, ding. Grenzänderungen, sofern es nicht irgendwas ist. Das Bundesgebiet bildet einheitliches Währungswirtschaftszollgebiet. Innerhalb dürfen Bundeshauptstadt ist Wien. Jetzt kommt's. Das Bundesgebiet bildet ein einheitliches Währungswirtschafts- und Zollgebiet. Zwei, was du jetzt gefragt hast. Innerhalb des Bundes dürfen Zwischenzolllinien oder sonstige Verkehrsbeschränkungen nicht errichtet werden. Okay, Artikel 6. Jetzt wird's spannend. Für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft. Zwei, jene Staatsbürger, die in einem Land den Hauptwohnsitz haben, sind dessen Landesbürger.
Die Landesgesetze können jedoch vorsehen, dass auch Staatsbürger, die in einem Land einen Wohnsitz nicht haben, den Hauptwohnsitz haben, dessen Landesbürger sind. Hauptwohnsitz einer Person, ding, ding, dong. Da steht nichts von Staatsvolk. Da steht nur Staatsbürger auf einmal. Niemand hat gesagt, wer ist eigentlich das Volk? Es ist auf einmal nur vom Staatsbürger die Rede, von Landesbürger, irgendwas. Aber wo ist das Volk? Es ist da das Volk nicht definiert da drinnen. Die Gewalt ist dann schon definiert mit irgendwo weiter hinten, wer darf was und so. Aber das Volk ist nicht definiert. Staatsgebiet ja. Also Staatsgebiet haben wir definiert gehabt, Staatsgewalt haben wir definiert, Staatsvolk haben wir haben es gehört schon, es ist im ersten Satz erwähnt, ne? Ihr Recht geht vom Volk. Wie konnte man jetzt den Satz nur verstehen, dass er auch noch sinnvoll ist, Herr Kelsen? Weil es gibt kein Volk, das haben wir gerade gelesen. Und wenn es was nicht gibt, dann kann man ja rein theoretisch auch von was ausgehen. Also als Vermutung, als Annahme, als Voraussetzung, als fiktive Gegebenheit. Und daher sagen die ganz lässig im zweiten Satz vom Bundesverfassungsgesetz, ihr Recht, also das Recht von der Republik Österreich, geht, Klammer, mangels Volkes, Klammer zu, von diesem Volk aus. Einfach aus. Das Recht geht von euch aus. Aber nicht in dem Sinn, dass ihr die Quelle seid, sondern ihr seid die Vermutung. Ich weiß nicht, ob das jeder verstehen kann. Das ist eine Rieseneck im Hirn. Das ist ein Riesensprung, der da passiert. Dass man erkennt, dass wenn da steht, das Recht geht vom Volk aus. Dass das auch meiner kann, dass das Recht davon ausgeht, dass ein Volk vorhanden ist. Ah. Genau. Jetzt zu meinem anderen Lieblingsbuch. Jetzt möchte ich euch aus dem juristischen Wörterbuch, das ich empfinde als das Lösungsheft. Also wer Computerspiele gespielt hat früher und irgendwann sich ein Cheatsbuch gekauft hat. Was ich für The War, irgendwas, Kraft, Guild of Thieves mit Sims gemeinsam. Das ist das Cheatsbüchle. Man braucht es nur mit einem Fütter im Hirn lesen, wo das Fragezeichen ist, wie geht's da aus? Einer, der das studiert, ein Richter, ein Jurist, ein Anwalt, der studiert das, indem er sich denkt, wie geht's da rein? Der fragt gewisse Fragen nicht. Daher verstehen die ja nicht, was wir da erklären. Ich wollte da aus. Und das liest sich ganz anders, wenn man da aus will. Zum Beispiel, die juristische Definition von Mensch. Da steht jetzt einmal Person, aber ist wurscht. Lass mal Mensch. Ich fange einmal so an. Mensch ist juristisch definiert als das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Der Mensch. Da steht nichts von zwei Händen, zwei Viers, irgendwas. Das ist die juristische Definition. Das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Von der Geburt bis zum Tod. Da steht dann drinnen, da liest man außer sozusagen, dass der Mensch vor seiner Geburt kein Mensch ist. Nicht juristisch. Gleichzeitig steht da, dass der Mensch im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts steht. Das ist auch klar. Das komplette gestaltete Recht zielt immer auf den Menschen, um das zu regeln. Und dann steht nur da, er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Da steht drinnen, dass der Mensch außerhalb vom Staat steht, eigentlich. Weil sonst konnte er ja nicht gegenüberliegende Rechte haben. Der Mensch ist prinzipiell nicht im Staat. Sonst gab es keine gegenüberliegenden Rechte, versteht das jeder. Aber wichtiger ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Wer in dem System, wer an Richter, an Juristen, irgendwas beweisen will, oder ein Politiker, das sind ja alles juristisch installierte Behörden, Ämter oder was auch immer. Wer mit einer juristischen, systemischen Institution zu tun hat, gilt als Mensch als das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Da steht nichts von Schreibvermögen, Lesevermögen, Rechenvermögen, Demonstriervermögen, Petitionsvermögen, Kampfvermögen, Volkvermögen,
Zahlvermögen, Arbeitsvermögen, Verstand- und Sprachvermögen. Das ist ein ganz kleiner Hinweis darauf, wie es da aussieht. Aber viel schöner, weil das hat nicht viel gesagt jetzt gerade, was der Mensch für einen Juristen ist. Viel schöner ist die Definition vom Mensch eine Seite später, wo steht Menschenwürde. Die Menschenwürde ist der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Das steht in einem juristischen Wörterbuch drin. Das heißt, die wissen das, was der Mensch eigentlich war, was wir gespüren die ganze Zeit, wo es alles so anstrengend ist, weil das System uns nicht lässt. Besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Yeah. Die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich um des Menschen willen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Es stand alles da eigentlich. Die Frage ist, wieso ist das nicht? Ne? Da muss man den Satz nur einmal lesen und schauen, wo ist der Fehler begraben. Und es steht genau da, man muss es nur wieder ein bisschen anders hinschauen auf die Perspektive. Da steht, die Menschenwürde ist unantastbar, daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich. Es ist zuerst die Verfassung da, die es gar nicht gibt. Weil es ist ja nur ein Gesetz, keine Verfassung. Aber das sage ich später. Da ist das versteckt, da bleibt die Menschenwürde auf der Strecke, weil nach der Verfassung gibt es das nicht. Es ist nur ein viel stärkerer Widerspruch, schön, dass du das sagst. Da oben steht nämlich, die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen, was heißt das? Was ist geistig-sittlich? Ja, da müssen bei ein paar schon die Alarmglocken läuten. Ne? Sittlich. Okay, schauen wir noch, was sittlich heißt. Sittlichkeit. Sittlich selber steht nicht da, aber die Sittlichkeit steht da. Sittlichkeit in Klammer Moral. Sittlichkeit ist die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Das muss man nur mal hören, oder? Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Deswegen verzichtet der Freeman auf das komplette Rechtssystem. Weiter steht noch, in Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam, berücksichtigt aber vielfach die Anforderungen der Sittlichkeit durch Milderung der Rechtsfolge des Rechtsbruchs. Im engeren Sinn ist Sittlichkeit die geschlechtliche Moral. Und dann ist es schon in der Schublade, wo Sex draufsteht. Schaut keiner mehr hin, genau. Aber da steht, dass sie das Recht im Gegensatz zur Sittlichkeit nicht am Gewissen und am Guten orientiert, ausrichtet. Das heißt, es darf nie wieder ein Anwalt sagen, er hat irgendwas mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Das geht gar nicht. Nicht, wenn er Rechtsanwalt ist. Weil Recht steht im Widerspruch zu Gut und Gewissen. Und Best ist die Steigerung von Gut. Also bestes Wissen und Gewissen geht nicht. Außerdem steht da nur was. In Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam. Und wenn das Recht was verlangen kann, dann kann es auch von was ausgehen. Dann geht sich das aus, dann darf das Wort Recht ein Verb verwenden. Weil es kann was verlangen, es kann auf was abziehen, es kann was erreichen und es kann von was ausgehen. Als Vermutung. Wie gesagt, wenn es heißt, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus,
dann hätten sie auch damals nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, sagen können, angenommen, sie hätten das Staatsgebiet verloren, aber das Volk war noch da gewesen, dann hätten sie schreiben können, Österreich ist eine demokratische Republik, demokratische Volksrepublik zum Beispiel, ihr Recht geht vom Staatsgebiet aus. Aber da war es halt schneller aufgeflogen. Genau. Also, das waren jetzt vier so Begriffsbestimmungen, wo man automatisch ausliest, aha, jetzt verstehe ich, was der Joe tut. Das Gute und das Gewissenhafte lässt sich im Rechtssystem nämlich gar nicht verwirklichen, weil das ja im Widerspruch steht. Wir brauchen ein Sittlichkeitssystem, kein Rechtssystem. Ein Sittlichkeitsstaat, nach der Definition, kein Rechtsstaat. Rechtsstaat, das ist eindeutig nicht am Gewissen und am Guten ausgerichtet. Keiner soll einen Rechtsstaat wollen. Das haben sie sich halt nur eingeimpft. Was hat man gemacht? Man hat dem Menschen nach seiner Geburt eine Person erschaffen. Die Person ist eine Idee, wiederum eine rechtliche Fiktion. Alles Recht passiert im Kopf. Die Fiktion von einer Spielfigur. Die Fiktion von einem Overall, wenn man so will. Und Person ist nichts anderes als zum Beispiel eben Träger von Rechten und Pflichten. Fertig. Das ist die Definition, eine Spielfigur. So wie zum Beispiel ein Bauer beim Schachspielen, der kann genau ein Feld, außer beim Anfang vielleicht zwei, und wenn er einen schlägt, schräg. Und ein Pferd, das geht immer zwei und eins. Oder eins und zwei, um die Kanten, rechter Winkel. Und Person ist, wer Rechte oder und Pflichten tragen kann. Nichts anderes. Das schaut noch nichts aus, das hat keine Farbe, kein Dings, das ist nur eine Idee. Eine Idee von einem Korb, wo man Rechte oder Pflichten einlegen kann. Und den kann man sich umhängen. Das ist eine Person. Und jetzt kommen wir zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Da habe ich auch ein paar mit übrigens, das sind die gelben da hinten. Da steht in § 16, dieses Werk ist übrigens geschrieben, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, im Jahr 1811. 1811 von einem gewissen Franz Zeiler mit Doppel-L. Und der hat Folgendes formuliert. Dieses bürgerliche Gesetzbuch ist übrigens auch, das kann man Wikipedia an, das ist die Grundlage für fast jedes bürgerliche Recht auf dem Planeten. So wichtig ist das, was der da geschrieben hat, 1811. Aus dem Charakter der Persönlichkeit angeborene Rechte. § 16. Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Da steht nicht, dass der Mensch eine Person ist oder dass er alles eine gibt. Da steht, ist als Person zu betrachten. Das liest sich fast wie eine Dienstanweisung. Ja? Ich habe da so ein nettes Beispiel, was entweder gut ankommt oder nicht. Das hört sich gleich an die anderen. Stellt sich vor, ich tat willkürlich, nach dem, was ich mir vorstelle, weil ich mir denke, ja, sagen wir, Brünn. Jeder, der Brünn hat, den werde ich ab sofort als meine Freundin betrachten. Zum Beispiel. Das konnte man ausmachen. Die Frage ist, wenn ihr nicht ja sagt, was darf ich alles tun mit euch? Nur weil ich, netterweise Brünn habt, euch als meine Freundin betrachte. Verstehst du zum Beispiel? Er fährt sich schon, weil er der Erste ist. Nur weil ich euch als was betrachte, was ändert das an euch eurer Realität? Prinzipiell. Gar nichts. Und da steht, dass jeder Mensch deswegen, weil er Rechte trägt, Rechte hat, angeborene, als Person zu betrachten ist. Im nächsten Satz steht, Sklaverei und Leibeigenschaft und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. Das ist derselbe Paragraph. Da oben steht das Wort, jeder Mensch hat Angeborene. Das ist ein interessantes Wort. Über das liest man drüber, weil wir wissen ja alle, wir sind alle geboren irgendwann und so. Aber angeboren heißt eigentlich angeboren. Wieso steht da angeboren? Weil die damals so komisch geredet haben.
Im Paragraph 23 schreibt der Herr Kelsen, was mit Minderjährigen und der sonst in ihrer Handlungsfähigkeit Beeinträchtigten passiert. Und Paragraph 23 heißt dann zum Beispiel, in zweifelhaften Falle, ob ein Kind lebendig oder tot geboren worden sei, wird das Erstere vermutet. Da steht geboren und davor steht geboren. Wenn man im Duden nachschaut, kommt man zu geboren als Vergangenheit von gebären. Also angeboren ist was anderes wie angeboren. Es ist nicht dasselbe. Es ist das Gleiche, aber nicht dasselbe. Die angeborenen Rechte, also würde da ein E stehen, jeder Mensch hat angeborene Rechte, dann hätten sie das nicht veröffentlichen dürfen. Weil für diese angeborenen Rechte der Herr Zeiler nicht zuständig war. Weil diese angeborenen Rechte, die gehen das System nichts an. Die haben wir von Haus aus. Die kriegen wir auch nicht vom System. Und daher dürfen die auch nicht da reinschreiben. Naturrecht, ja, das überpositive Recht, das, was der Herr Kelsen verleugnet hat. Gottesrecht oder Naturrecht, Landrecht, was auch immer. Auf jeden Fall, angeboren ist was anderes wie angeboren. Also er hat ein neues Wort gebraucht. Der Herr Zeiler hat für diese Rechte, die die Person kriegt, ein neues Wort gebraucht. Und er hat einfach das E weggelassen und hat das Wort angeboren erfunden. Und das sind die angeborenen Rechte, die man bei der Geburt der Person kriegt. Nicht beim Gebären von der Mama, sondern die Geburt der Person. Und diese positiven, menschengemachten, angeborenen Rechte, auf diese Rechte verzichtet der Freeman. Ganz lässig. Warum? Ja, weil er kann. Mir hat ein Finanzbeamter gesagt am Telefon, Herr Kreisel, weil ich das geschrieben habe, dass ich laut § 16 nicht mehr als Person zu betrachten bin, weil ich aufs Rechtssystem verzichtet habe, hat er mich angerufen und hat gesagt, Herr Kreisel, es ist im österreichischen Recht nicht vorgesehen, dass man darauf verzichtet. Das geht nicht. Und ich habe dann gesagt zu ihm, gut, dass Sie das sagen. Man muss immer zuhören und hören genau, was der sagt. Er hat ja gesagt. Gut, dass Sie das gesagt haben, dass es nicht vorgesehen ist, weil das heißt, es geht. Und ich tue es einfach. Egal, ob es vorgesehen ist oder nicht. Wenn man nämlich zum Beispiel, es stimmt ja gar nicht, natürlich ist es vorgesehen, nur nicht für alle. Man kann zum Beispiel jederzeit auf sein Erbe verzichten. Man kann jederzeit auf sein Wahlrecht verzichten. Man kann auch auf den Vorrang verzichten. Und man kann auch auf das gesamte Rechtssystem verzichten. Der freie Wille des Menschen kann entscheiden, dass er jetzt sofort nicht mehr sagt, dass das gültig ist. Wir machen sogar alle mit bei Ungültigkeitserklärungen, wenn zum Beispiel die Autobahnvignetten nicht mehr gültig. An das glauben auch alle. Die war ein Jahr lang gültig. Passt. Und irgendwer sagt, sie ist nicht mehr gültig. Okay, und ich sage, das ist nicht mehr gültig. Nicht mehr für mich. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich tue ja nichts. Ich brauche keine Angst haben. Ja? Von mir geht sicher keine Gefahr aus. Aber ich glaube an das nicht mehr. Weil ich habe so viele Fragen, die man mir nicht beantworten kann. Was alle sagen, weiß ich nicht, bitte gehen Sie jetzt nach Hause. So ich sage, nein, sicher nicht. Und ich meine, da reden wir noch nicht einmal von der Hypo. Ja? Da reden wir noch nicht einmal von der Hypo. Es konnte jeder Mensch sofort heute sagen, hey, wisst ihr was? Der Kreisler hat gesagt, ich habe Fragen, ja, jetzt hören wir mal auf sofort. Steuerboykott, Treuhandkonto, irgendwas. Aber die Frage ist, was tut man, wenn es reicht? Ja? Zumindest informieren, das ist schon gut. Wie kommt man jetzt zu diesen angeborenen Rechten? Da steht im § 28, eine Seite weiter später, gemeinerweise, steht im § 28, aus den Verhältnissen eines Staatsbürgers den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte. Den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte erwirbt man durch die Staatsbürgerschaft. Aha. Wie kriege ich die Staatsbürgerschaft? Geburt. Bingo. Also da hat uns keiner gefragt. Wir haben nie ja gesagt. Wir haben nie gesagt, ja bitte. In dem Buch steht zum Beispiel juristisch definiert, was das Staatsvolk ist. Ich sage das ja immer wieder, aber es ist einfach wirklich, da versteht es schnell wer. Wenn da steht, Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden und allein schon infolge dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Kann das stimmen? Eben. Es stimmt aber. Also das stimmt, bis da steht, stimmt's. Und da muss man eben wieder bereit sein in seinen Kopf, dass man einen Schritt auf Zeiten geht und dann zwei Vieri, wie ein Pferl, und erkennt,
dass wenn da steht, dass das Staatsvolk die Gesamtheit der Menschen sind am Staatsgebiet. Dass es sich beim Staatsgebiet eindeutig um nichts Geografisches handelt. Das Staatsgebiet passiert in unserem Kopf. Nach dem Motto, wer ist dabei, wer gehört dazu? Aber es hat doch nichts mit dem Boden da draußen zu tun, wo die Grenze rundum gezogen ist, optisch. Dass wir nur viel gemeiner ist die Wetterkarten jeden Tag auf Nacht im Fernsehen. Dadurch glauben wir an diese Grenzen, dass das wir sind, ne? Im Außen. Da wird uns jeden Tag eintrichtert, Österreich. Das ist weg, alle Grenzen weg. Wir brauchen es nämlich gar nicht, weil Österreich war immer nur vorhanden. Durch alle Staatsbürger am Staatsgebiet. Aber Staatsgebiet ist nicht der Boden da draußen. Das steht da. Staatsgebiet ist anders definiert. Staatsgebiet ist der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche. Und das heißt immer noch nichts. Bestimmter Teil der Erdoberfläche, der kann in Griechenland am Strand auch stehen. Und dann bin ich halt jetzt gerade der einem Staat zugehörige bestimmte griechische Teil der Erdoberfläche. Staatsgebiet. Das ist nicht das da draußen, glaubt mir das. Das ist ein Verwaltungsgebiet, regional abgesteckt. Aber das Staatsgebiet selber, das passiert im Kopf. Und da steht es, das ist der Beweis dafür. Also, was ist passiert? Irgendwer hat verpflichteterweise euch eine Geburt gemeldet, weil er glaubt hat, er muss. Steht irgendwo, es müssen in Österreich 6, 7, 8, 9 Instanzen eine Geburt melden. Von der Hebamme über den Chefarzt, über irgendwas, jeder. Jeder, der es weiß, muss es melden. Das System kriegt diese Geburtsanzeige und reagiert darauf. Da kommt quasi lebendiges Leben als Baby im Wagerl daher, im Körper, sagt, bitte Vorsicht, da ist mein Leben. Ist gerade erst auf die Welt gekommen, bitte gut aufpassen. Johannes heißt es. Ja? Und das System sagt jetzt, okay, passt, Geburtsanzeige, her damit, wir passen auf drauf, wir haben Medilot. Zack, legt das Baby in die Schublade, Fütterstelle, passt, das ist alles erledigt, das Leben ist einmal weg, sicher, und jetzt entsteht ein Datensatz. Strichcode, Nummer, irgendwas, XY, und kriegt einen Namen, so wie die Mama gesagt hat. Johannes, okay. Aber es ist zuerst eine Nummer. Also meine Person ist zuerst einmal 2057-1970. Das ist meine Person. Und die haben es dann so genannt, wie ein IKEA-Regal, IKEA-Möbel bei, was ich, im Hochregal XY, heißt Olaf. Aber es ist zuerst eine Nummer, ein Strichcode, das ist der Olaf. Und den findet man im Regal, zack, die Kunden kaufen in Olaf, aber der Computer verwaltet die Nummer. Und genauso ist es mit uns. Das zentrale Melderegister verwaltet eine Nummer. Aber wir kennen uns alle als Namen, als Personen. Aber es ist zuerst einmal eine Nummer. Genau, die Erstellung der Person. Und die Person wird geboren via Idee, also nicht geboren, sondern geboren. Die Person wird geboren, wenn man es genau nimmt, also wie Idee, und wird übermittelt, die Geburtsurkunde bestätigt es. Die Geburtsanzeige bestätigt, dass das Leben geboren ist, und die Geburtsurkunde bestätigt, dass die Person geboren ist. Tour retour. Das sind zwei Treuhandverhältnisse, wo in der einen Treuhand das Leben übermittelt worden ist, in der Hoffnung, dass das System gut aufpasst auf das Leben und auf die ganzen Rohstoffe, auf die Anteile vom Land, Wasser, alles was der Wert ist von dem Kind, wird da übergeben in die Treuhand und die Geburtsurkunde bestätigt, ja, passt, da sind die Rechte und die Pflichten. Los geht's. Mit der Person, Geburtsurkunde kommt die Staatsbürgerschaft natürlich und das komplette Rechtssystem. Haben wir gelernt, an der Staatsbürgerschaft liegt der Genuss der bürgerlichen Rechte. Und das Rechtssystem wird uns jetzt erklärt. Wir haben von Anfang an irgendwas gehört, wie das geht. Man muss folgen, man muss um 6 Uhr daheim sein, das ist und das ist und dann, wenn es leid ist, die Stunde aus und wenn der Lehrer schimpft, müssen wir rück. Das geht alles so ganz klar, wird das Wasser immer lauter auftreten, das Kochen. Ja? Es wird immer härter gemacht. Und wir verhalten uns dementsprechend. Wir lernen das und wir verhalten uns dementsprechend. Das nennt man konkludentes Handeln, schlüssiges Handeln. Bestes Beispiel für schlüssiges Handeln ist zum Beispiel eine McDonalds-Filiale. Wenn du noch nie bei Mackey warst, kannst du nicht konkludent handeln. Du sitzt dich nieder und wartest einmal auf den Kellner. Ja. Und da kommt keiner und du denkst, boah, die haben alle schon was zum Essen, wo haben die es her? Und schaust einmal, aha, weil die verhalten sich alle schlüssig.
Ja, das ist konkludentes Handeln, wenn du weißt, wie das geht, ohne dass was steht. Und du verhältst dich dementsprechend, also weiß ja jeder, du kennst dich aus und bist dabei. Bist der Mecke-Kundschaft. Und wenn du nicht konkludent handeln kannst, weil du da sitzt und auf den Kölner wartest, fällst du auf. Und je nachdem, wie du das kontrollieren kannst, und beobachten kannst, kombinieren kannst, bist du in der Lage, selber alleine was zu bestellen und auch was zu kriegen. Wenn nicht, dann hast du ein Problem. Du brauchst eine Gebrauchsanweisung für den Mecki. Konkludentes Handeln. Dasselbe, uns lernt man einfach, wie das geht beim Mecki. Wir haben noch nie eine Gebrauchsanweisung vom Mecki gelesen. Und genauso wenig gibt es eine Gebrauchsanweisung für die Republik Österreich. Weil man uns das einfach Step by Step by Step erklärt und sagt und tut und jeder macht mit. Aha, so geht das. Aber die haben unsere Großeltern austrickst. Nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, die haben Österreich eingerichtet. Unsere Großeltern haben gerade den Krieg verloren. Ja, da war es kalt, finster, alles kaputt, nichts zum Essen, keine Arbeit, nichts zum Anziehen, Essensmackerl vielleicht noch und keinen Schimmer von irgendwelchen juristischen Texten. Ja. Man darf das nicht übel nehmen, aber wir sind echt ganz, ganz bäs austrickst worden. Aber es ist vorbei. Konkludentes Handeln. Das Gemeine ist, wenn man uns die Wahrheit nicht erzählt, dann schützt Unwissenheit wirklich nicht vor Strafe. Jede Strafe, die wir zahlen, ist aus Unwissenheit. Entweder vom anderen oder von uns. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und daraus folgert sich die Zinssklaverei, in der der Mensch lebt. Irgendwer hat die Kontrolle übernommen und wir wissen ja nicht wirklich, gegen wen wir da spielen. Fakt ist, wir spielen gegen irgendwen. Und irgendwer hat sich das Recht eingeheimst, dass er davon profitiert, dass er Geburt gemeldet wird. Weil unsere Geburtsurkunden, die sind alle am Weltmarkt, am Finanzmarkt irgendwo unterwegs mit irgendwelchen Bewertungen. Manche davon haben wir schon nachgeschaut im Internet, die kann man finden, und da stehen dann Werte von 12, 30, irgendwelche Milliarden Dollar. Fidelity.com. Und diese Pfandbriefe über die Geburtsurkunden, die werden da draußen am Weltmarkt gehandelt. Auch wenn die nicht im Internet sind. Da sind sie hundertprozentig. Wir wissen ja aus Amerika, Kanada und so, da haben es teilweise Freeman schon geschafft, dass gewisse Kosten von ihrem Lebensunterhalt für Stipendien zum Beispiel oder solche Sachen von diesem Konto aber gezahlt worden sind. Dass es einfach vom Debitoren- oder Kreditorenkonto in dem Fall einfach abgebucht wird und das ist erledigt. Keiner braucht das wirklich zahlen. Die folgen müssen, sind die Personen. Fragt euch einfach, wer der einzige lebendige Mensch war, der euch was anschaffen darf. Die Mama natürlich. Papa nicht. Nein, der Papa nicht. Der Papa konnte jeder sein. Ja, der Papa. Ja, ich bin auch Papa, ja. Der Papa kann ja jeder sein. Völlig egal, die Mama ist. Da ist die direkte Linie, wo wirklich Gebärung passiert. Gebarung eigentlich. Naja, jedes kleine Tier rennt prinzipiell der Mama nach, nicht dem Papa. Von der Mama lernen so ist. Das heißt, eine Muttersprache. Also es ist prinzipiell die Mama. Okay, wenn die Mama kleiner oder leichter ist wie ich, müsste das eigentlich erledigt sein. Oder, ich meine, das sind zwei Argumente, da kann man sagen, Mama, du bist jetzt kleiner oder leichter als ich. Du hast jetzt nichts mehr zum Sagen. Ich bin jetzt erwachsen, ich bin abgenabelt und ich bin, ja, wie erwachsen wären wir denn noch eigentlich, wenn wir mal erwachsen sind? In der Autorität, gibt es irgendwen da drüber noch? Nein. Wir wissen alle nicht, warum, dass wir aufwachen in der Früh. Wir wissen es nicht, wie das geht. Und es kostet aber nichts. Das ist auch, jetzt ist witzig an, aber das ist eine fundamentale Erkenntnis. Aufwachen ist gratis. Das ist der Beweis dafür, dass der Mensch als lebendiges Wesen prinzipiell einmal da ist, ohne Geld. Warum kostet unser Leben ein Geld? Und vor allem, wenn es ein Geld kostet, dass wir nur das mal leben, weil wir leben, das kostet schon Geld. Wie gesagt, jeden Tag mindestens 2 Euro nur Zinsen. Und ich meine, Strom und Dings und alles, sowieso, da zahlen wir sowieso schon Provisionen an 100.000 andere Leute mit. Aber warum kostet es erstens einmal ein Geld, wenn jedes andere Lebewesen kein Geld braucht und trotzdem lebt? Und offenbar zufriedener ist als mir, weil die haben keine Treffen, wo sie sich ausmachen, wie es aussieht. Und warum kriege ich, wenn ich ein Geld brauche, nur weil ich am Leben bin? Warum kriege ich das Geld nicht vom System? Ernsthaft die Frage. Warum reden wir über bedingungsloses Grundeinkommen dahin die ganze Zeit und es passiert nicht? Ich war ja eigentlich der Meinung, man sollte da nach Schauberger die Natur zuerst kapieren, dann kopieren. Schauen wir uns an, jedes Jahr im Frühling, so am 21. März,
Tag-Nacht-Gleiche im Frühling, sollte für mich jeder lebendige Mensch in sein System eine gewisse Summe X auf sein Konto überwiesen kriegen, wo drauf steht, viel Spaß. Irgendwas, ein ganzes Jahr lang Spielgeld. Und jeder kann das, was er sich denkt, dass jetzt gut ist, mit dem, was er schon gelernt hat, was nicht geht, und da ist schief gegangen und denkst, jeder weiß, am 21. März ist die Kohle wieder da. Das war doch geil. Aber es ist nicht so, nur nicht. Statut mit Gesetzeskraft ist folglich kein Gesetz. Wir sind da im Schein, da im Sein. Da sind wir absolut, da relativ. Relativ alleine schon deswegen, weil die Gesetzeskraft braucht schon wieder den Bezug da um. Wenn irgendwas die Kraft von einem Gesetz hat, dann bezieht sie sich daher, ist relativ daher. Und Gesetzeskraft heißt gar nichts. Genauso wie Bärenkraft nichts heißt. Bärenkraft heißt gar nichts. Heißt nicht, dass ich ein Bär bin. Außer, dass ich so stark bin wie ein Bär. Ich beziehe mich auf einen Bär. Okay. Und ein Statut mit Gesetzeskraft tut nichts anderes als die Kraft von einem Gesetz haben. Aber es ist nur die Kraft, es ist kein Gesetz. Relativ ist nicht absolut. Die Person ist nicht der Mensch. Alleine schon in der Schöpfungshierarchie geht sich das nicht aus, dass die Person der Mensch war. Egal, was ihr so an Schöpfertheorien habt, gibt es ja ganz kreative, wenn wir einfach sagen, da oben ist das ist, was ist. Manche sagen, Heidi, es ist, was ist. Alles, was ist. Also alle Wesen, alle Bama, alle Stana, alles. Zweiter in der Schöpfungsebene. Dann waren die Wesen, da der Exequo mit alles andere, der Mensch organisiert sich eine Gesellschaft, er rottet sich zusammen und hat eine gemeinsame Meinung auf einmal. Und diese gemeinsame Meinung erfindet jetzt ein gemeinsames System und dieses gemeinsame System entscheidet sich für die rechtliche Fiktion einer Person. Und damit war die Person die Hierarchie Nummer 5 und der Mensch die Hierarchie Nummer 2. Und man rät dem Menschen ab, dem Kind ein, dass er die Person ist. Und deswegen muss er natürlich im System folgen, das der Gesellschaft folgen muss, das allerdings eigentlich dem Menschen folgen müsste. Nur der Mensch ist nicht da, der Mensch ist da herunten in der Person und muss alle folgen. Der Mensch ist nicht die Person, aber dazwischen sind genau die zwei Punkte, die schiefrennen. Die Gesellschaft und das System. Die Gesellschaft deswegen, weil das System kaputt ist. Das System hat einen riesen Botschen und der Botschen heißt Zinsen auf Schuld. So einfach ist es. Das kann man aufhören, da braucht man nicht mehr dran glauben. Sagen wir einfach so, Sommerzeit, es ist soweit. Wenn man jetzt weiß, dass man das alles, dass man nicht seine Person ist, sondern dass man die Person nur spürt, weil man es erfahren, dass man es so erzählt gekriegt hat, dann ist die Frage, was tut man dann? Die Frage, was tue ich, wenn es reicht? Weil man, gut, das kann man wissen, aha, ja, das spiele ich trotzdem mit. Aber wir leben in einer Zeit, da reicht es einfach. Jeden Tag, eigentlich jede Stunde, jede Minute früher, wo das aufhört, war man recht. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele andere auch so geht. Was tut man dann? Eben. Ich habe, wie gesagt, diese Freeman-Bewegung gefunden in Amerika, in England, Kanada, Australien. Habe das 3 Jahre lang angeschaut, recherchiert, informiert, gelesen. Bin parallel spirituell mitgewachsen. Das war mein Klick. Ich habe da gewisse Sachen zusammengeführt, die sehr schlüssig waren auf einmal, und dann hat es passt für mich. Dann habe ich gesagt, so, jetzt traue ich mich. Und habe diese Freeman-Erklärung abgegeben, diese 4,5 Seiten an die Regierung, wo drinnen steht, in kurzen Worten, sinngemäß, liebe Regierung, also lieber Bundeskanzler, liebe Innenministerin, lieber Landeshauptmann von Oberösterreich und lieber Präsident vom Obersten Gerichtshof, ich teile Ihnen hiermit mit, ich bin, und zwar Mensch. Ich habe das genannt Verständniserklärung. Ich habe einfach gesagt, wie ich die Welt sehe, wie ich die Dinge sehe. Ich verstehe die Dinge so. Gleichzeitig bin ich du. Wir sind alle dasselbe. Ja, also das, was ihr aus unseren Augen anschaut, das ist genau dasselbe hinter die Augen. Da sind wir alle verbunden. Woraus, wissen wir nicht. Ja, das ist dieselbe Kraft, die macht, dass wir aufwachen. Oder dass wir uns verlieben irgendwo. Irgendwas macht das. Und da sind wir alle gleich. Ich schwöre vor der Schöpfung, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Ich bin ein liebevolles, empathisches, gebendes Wesen. Mitfühlend. Meine Pflicht ist, dass ich hilf. Nicht, dass ich wen bedrohe, sondern dass ich eher hilf. Das System
wie sie jetzt ist, die letzten 43 Jahre, ich habe zugeschaut, lasst mich nicht. Oder lasst mich nur in kleine Bereiche, aber lasst mich nicht. Verpflichtet mich teilweise eher sogar zum Gegenteil. Ich muss einen Schaden anrichten, wo ich eigentlich helfen will. Man muss ja erkennen, dass das System, das wir da haben da draußen, das ist, da ist einmal prinzipiell alles verboten. Es ist Autofahren verboten, es ist Fischen verboten, es ist Jagen verboten, es ist alles verboten. Autofahren ist verboten. Außer ihr dürft es. Was auch immer, genau, eine Lizenz. Wenn es da erlaubt wird durch eine Lizenz, dann darfst du das. Aber es ist prinzipiell in diesem System alles verboten, außer ihr dürft es. In meinem System ist alles erlaubt, außer ich darf es nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Für mich ist alles erlaubt. Ich habe die totale Verantwortung, okay, aber es ist prinzipiell alles erlaubt, außer ich darf es nicht. Und das ich darf es nicht kommt eh aus mir außer. Und die Absicht ist eine gute. Und so war es eigentlich gedacht. Das System da draußen, das verbietet alles prinzipiell und dann erlaubt es. Ganz anderer Zugang. Somit teile ich mit, dass ich mich nicht länger in meiner Person identifiziere. Was heißt das? Dass ich mich in meiner Person identifiziere. Das Wort identifizieren kommt ja aus dem Ausland. Und da gibt es eben das Wort zum Beispiel Identität. Und Identität, das Wort Entität, kennt das wer? Was ist ein Entity im Englischen? Die Entität ist sowas wie eine Ganzheit, eine Gesamtheit, eine Wesensheit, Entität. Und die It-Entität bedeutet einfach nichts anderes als die sächliche Gesamtheit. It für lateinisch Sache, es. Der Mensch selber, ich für mich, suche ein anderes Wort, weil ich bin ja keine Sache. Wieso soll ich mich identifizieren? Weil ich blöd. Also brauchen wir ein anderes Wort. Und der Gegensatz ist jetzt zum Beispiel, es gibt Identität und es gibt Authentität. Out, das klingt schon so nach Auto, out selbst. Es gibt identisch und es gibt authentisch. Also identisch meint so wie und authentisch meint echt. Also kann ich mich authentifizieren, aber nicht identifizieren. Identifizieren, ID-Card. Gibt's nicht. Wir authentifizieren uns. Ich verzichte weiterhin auf jegliches positive Recht. Positiv bedeutet in dem Sinn, das wissen auch viele nicht, positiv bedeutet nicht gut. Positiv bedeutet gesetzt wirksam. Positiv. So wie es geschrieben steht, wirkt's. Das heißt nicht gut. Und das überpositive Recht heißt einfach das übergesetzt wirksame Recht. Das, was einfach schon da ist, ohne dass der Mensch was tut. Positives Recht. Das ist ja der Grund, warum zum Beispiel positiv positiv heißt, bedeutet, gut. Weil wenn was so wirkt, wie es geplant ist, dann ist es gut. Deswegen sagen wir positiv, wenn wir es gut meinen. Positiv heißt nicht gut im Prinzip. Das heißt nur, so wie beabsichtigt geworden. Gesetzt wirksam. Danke, nein. Kein positives Recht. Ich gehe schaukeln. Sinngemäß für, ich bin dann mal weg. Gleichzeitig habe ich in den Briefen eingeschrieben, ja, wir können schon über Geschäfte reden, dass wir irgendwie nur weiterhin kooperieren und zusammenarbeiten. Ich habe die Bedingungen dazu eingeschrieben, unter anderem, was meine Stundensätze sind. Und in weiterer Folge einfach nur, ich grüße Sie herzlichst und in Liebe, Johannes, der freie Mensch auf dem Planeten Erde. Das war so die Vereinbarung, die ich mit der Republik Österreich getroffen habe, vor 2 Jahren. Manche reiten recht auf die Worte umeinander, ist nicht notwendig. Wir können diese Freeman-Erklärung ganz anders auch benennen, nur dass es ein bisschen kreativ wird, weil ich habe sie ursprünglich genannt, Verständniserklärung. Eidesstattliche Verständniserklärung und Rechtsanspruchserhebung. So habe ich es genannt. Wenn man doch irgendwo, das muss natürlich auch gut klingen. Bedeutung schwanger. War aber ein Blödsinn. Erstens einmal nennt man es nicht eidesstattlich, sondern, da habe ich es unten, man nennt es natürlich eidlich. Oder nur besser eidig.
eidig. Das gibt es, glaube ich, gar nicht, das Wort, oder? Aber eidlich meint ja auch wieder nur so wie ein Eid. Eidig, wie soll man es eigentlich machen? Eidliche Mitteilung, Kündigung, Verständniserklärung. Und ich habe dann nur Rechtsanspruchserhebung genannt. Aber Rechtsanspruchserhebung ist ein völliger Schwachsinn gewesen. Weil es war eigentlich eine Rechtsverzichtserklärung. Ich habe eine Rechtsanspruchserhebung angeschickt, habe aber Rechtsverzicht gemeint. Aber ich habe am Schluss geschrieben, ich behalte mir Änderungen vor. Menschliche Anspruchserhebung oder Rechtsverzichtserklärung, eben das war es gewesen. Oder zum Beispiel wesentliches Verantwortungsübernahmeschreiben. Wo der Mensch als Wesen hergeht und für sein Wesen die Verantwortung übernimmt. Wesentliches Verantwortungsübernahmeschreiben. Lebendmeldung. Dass man hingeht und sagt, hey, nix Identität. Nicht Sache. Das geht dann ein bisschen weiter aus, das ist sehr ernst, weil da landen wir dann im kanonischen Recht. Im Seehandelsrecht. Wo man bis zum 7. Lebensjahr sich melden kann und dann nicht mehr als verschollen gilt und auf einmal einen ganz anderen Status kriegt. Man kann die Freeman-Erklärung auch nur Abschiedsbrief nennen. Oder Schadloshaltungsabsichtsankündigung. Ist auch kreativ. Wo man einfach nur sagt, ich wehre mich. Es kostet euch viel Geld. Menschwerdungsbestätigung. Irgend sowas. Was ich gerade gemeint habe, das möchte ich noch schnell ergänzen und dann gehen wir in die Pause. Da herinnen steht, wo ist es? Seerecht. Wer kennt sich ein bisschen aus mit OPPT und so? Weißt du schon, wer irgendwas? Okay. OPPT, da geht es um internationales Handelsrecht, Uniform Commercial Code. Und ich lese euch jetzt einfach nur vor und ich frage mich, oder ich frage euch gleich vorweg, ob es den Fehler hört. Seerecht ist die Gesamtheit der die See- und die Seeschifffahrt betreffenden Rechtssätze. Das Seerecht ist teils Völkerrecht, teils staatliches Recht, in Klammer vor allem Seehandelsrecht, Klammer zu. Es betrifft auch das Arbeitsrecht, das Versicherungsrecht und das Verwaltungsrecht. Ist das schlüssig für euch? Ist die falsche Richtung, oder? Da steht, dass das Seerecht das Arbeitsrecht, das Versicherungsrecht und das Verwaltungsrecht betrifft. Wieso gerade die drei? Und wieso nicht in die andere Richtung? Da habe ich zum Beispiel den Dr. Übe vom Land Oberösterreich, Landesverfassungsdienst, gefragt, wieso ich als Landlebewesen vom Seerecht nach dem Seerecht verwaltet werde. Oder zumindest vom Seerecht betroffen verwaltet werde. Wieso ich mich nach dem Seerecht oder nach vom Seerecht betroffen verwalten lasse und versichern lasse. Und wieso gerade die drei? Wieso steht da nicht, man könnte jetzt dann sagen, ja, Herr Kreisel, wissen Sie, wenn ein Matrose zum Beispiel, ein Matrose oder ein Kapitän gibt es auch, oder Ruderer haben auch Rechte, ne? wenn jetzt ein Matrose auf einem Schiff ist oder auf einer Bohrinsel, dann muss er auch arbeiten und versichert sein und Rechte haben und so weiter, verwaltet werden. Ja, aber da müsste eigentlich da stehen, das Arbeitsrecht betrifft das Seerecht. Da steht, das Seerecht betrifft das Arbeitsrecht. Was heißt das? Wieso? Wieso schießen die da um? Wir sind Landlebewesen. Verwaltungsrecht? Okay. Wir werden ja alle verwaltet. Gut. Arbeitsrecht? Aha, wir zahlen alle Steuern. Versicherungsrecht? Aha, wir sind alle sozialversichert. Und das sind die drei Handschellen, die da operieren. Verwaltungsrecht, Versicherungsrecht und Arbeitsrecht. Und das ist vom Seerecht betroffen. Warum? Warum Seerecht? Was heißt das? Und mit dieser Frage und mit einem herzlichen alles Gute. Komm schon. Gehen wir jetzt in der Pause, rauchen eine gemütliche und überlegen uns die weiteren Schritte. Danke der Welt. Ich schau da hinten.